Sehr geehrter Professor Papis, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Alumni und Absolventen, Glückwunsch an die beiden Preisträger. Es ist mir eine große Ehre und Freude, heute wieder in Tübingen zu sein. Ich habe die Einladung, die ich vom Fachbereich und von der Friedrich-Licht-Stiftung im Januar erhalten habe, spontan zugesagt, obwohl in diesem Einladungsschreiben etwas formuliert war, was mich zunächst stutzig gemacht hat. Denn es heißt, gedacht ist an einen Vortrag, an eine wissenschaftlich fundierte, aber allgemein verständliche Auseinandersetzung mit einem aktuellen wirtschaftspolitischen Thema. Aber es wurde auch gleich hinzugesagt, dass ich offenbar das Profil eines Festredners in idealer Weise ausfülle. Das wird sich dann am Ende zeigen, also ich bitte um etwas Geduld für eine Stunde. Das Thema säkulare Stagnation sollte nicht abschrecken. Ich werde es erklären, was darunter zu verstehen ist oder was generell im Augenblick darunter verstanden wird. Aber ich wollte diese Kurzfassung, diese Kurzform säkulare Stagnation und makroökonomische Politik doch etwas anders formuliert haben. Deshalb habe ich hier ein Oder dazu geschrieben, dass ich zur These der säkularen Stagnation sprechen werde und über mögliche Implikationen für die Makropolitik. Und wie Professor Papis schon gesagt hat, das ist ein Themenbereich, in dem wirklich beides, wissenschaftlicher Anspruch, wissenschaftliche Analyse und Politik zusammengeführt werden. Und man kann säkulare Stagnation im Grunde genommen nicht diskutieren, ohne dass man daraus politische Konsequenzen, politische Forderungen ableitet oder Empfehlungen ableitet. Ich will die Zeit, die ich habe, wie folgt nutzen, dass ich zunächst zu dieser These der säkularen Stagnation Stellung nehmen werde, beziehungsweise sie darstellen werde. Eine These, die von den beiden amerikanischen Ökonomen Summers und Krugman wieder aufgenommen worden ist. Ich möchte dies einordnen in die historische und akademische Diskussion, insbesondere, das ist der Punkt 3, in den Vereinigten Staaten. Vieles, was unter dem Thema säkulare Stagnation diskutiert wird, findet in den Vereinigten Staaten statt. Ich werde zu Japan etwas sagen, was die amerikanischen Ökonomen, die diese These vertreten, als ein Beispiel der säkularen Stagnation sehen. Das heißt, zwei verlorene Dekaden über die zwei Jahrzehnte Nullwachstum. Ich werde dies kommentieren. Und dann, ehe ich zu Europa übergehe, auf die säkularen Tendenzen, die es sicherlich gibt, in Verbindung auch mit der Finanzkrise 2007, 2008 und den Folgen der Finanzkrisen eingehen. Und dann die Folgerungen für die Politik daraus ziehen. Nun, wie Professor Papis schon gesagt hat, die These der säkularen Stagnation wurde im November 2013 von dem amerikanischen Ökonomen Larry Summers wieder belebt. Oder besser gesagt, sie wurde neu formuliert. Und ich komme gleich zu dem Punkt, warum das eine Neuformulierung dieser These ist und nicht allein eine Wiederaufnahme einer These, die früher im 20. Jahrhundert schon einmal formuliert worden ist. Unter Ökonomen hatte Summers Rede im Rahmen der 14. Annual Research Konferenz des Internationalen Währungsfonds besondere Aufmerksamkeit erregt. Die These einer lange anhaltenden wirtschaftlichen Stagnation, und darum geht es ja im Kern, wurde sofort vom Internationalen Währungsfonds aufgegriffen, und Sie finden in den fortlaufenden World Economic Outlooks, in den weltwirtschaftlichen Ausblick, den der Internationale Währungsfonds halbjährlich herausgibt, finden Sie seitdem immer einen Bezug auf diese Frage der säkularen Stagnation. Und die These, die Summers aufgestellt hat, wird vom Internationalen Währungsfonds akzeptiert. Dieser These wird zugestimmt. Und vertieft wurde diese These bis in die jüngste Vergangenheit in vielen Konferenzen,
Vor 10 Tagen hast du eine Konferenz dazu organisiert vom Internationalen Währungsfonds und von CEPR in Florenz stattgefunden. Das heißt, man trägt jetzt diese Diskussion offensiver nach Europa hinein. Die Meinung mancher amerikanischer Ökonomen, dass Summers im November 2013 diese These eher wie einen Schuss aus der Hüfte gebracht hat und dass diese These sich über kurz oder lang selbst erledigen würde, das ist so nicht eingetreten. Nein, man hat Institutionen gefunden, die sich hier besonders angenommen haben, und die These ist nicht erledigt. Die These ist mit einigen Modifikationen weiterhin sehr lebendig, und zwischenzeitlich sah man insbesondere Evidenz für diese These in Europa, Eurogebiet und Japan, nicht so sehr in den Vereinigten Staaten. Aber nach den jüngsten Abschwächungen der wirtschaftlichen Dynamik in den Vereinigten Staaten ist dieses Thema auch in den USA zurück. Haben wir es nun in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften tatsächlich mit einer länger andauernden oder sogar dauerhaften wirtschaftlichen Stagnation zu tun oder kommen zu einem längerfristig rückläufigen Wachstumstrend, den man ja schon über viele Jahrzehnte feststellen kann, seit den 50er und 60er Jahren, kommen hier nicht die Folgen der Finanzkrise 2008 mit zum Tragen, die die wirtschaftliche Erholung hemmen. Jedenfalls bedarf es einer klaren Unterscheidung zwischen dem, was man unter säkularer Stagnation versteht, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eine, lassen Sie mich sagen, eher allgemeine Wachstumsschwäche. Zunächst aber zum Begriff der säkularen Stagnation. Der Terminus, obwohl, und das geschieht ja immer wieder nicht nur in der Ökonomie, sondern generell in den Wissenschaften, obwohl von vielen verwendet, wird immer wieder unterschiedlich interpretiert und verstanden. Summers versteht darunter eine langfristige und dauerhafte Schwäche der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Säkulare Stagnation wird aber von anderen Ökonomen etwas breiter definiert, indem sie eine Auflistung verschiedener Elemente, verschiedener Faktoren erwähnen. Eichengreen tut dies zum Beispiel, der säkulare Stagnation als einen Abwärtstrend des realen Zinses, einen Überschuss an erwünschten Ersparnissen über erwünschten Investitionen reflektierend, der in einer persistenten Produktionslücke und oder niedrigen wirtschaftlichen Wachstumsraten resultiert. Nun, Summers hat nach diesem vermeintlichen Schuss aus der Hüfte im Jahr 2014 seine These etwas konkretisiert und er fokussiert insbesondere auf die unmittelbare Periode vor der Finanzkrise, also vor 2008 auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Zeit nach 2008, also von 2008 bis heute die letzten 8 Jahre. Oder die Zeit, wie man das in den Vereinigten Staaten sagt, nach der großen Rezession. Und für die Vereinigten Staaten hatte er seine These relativiert, aber im Ansatz blieb es im Grunde genommen gleich. Und dies ist sein Ausgangspunkt sozusagen, dass er sagt, das Wesen der Makroökonomie, die Professoren mögen aufhören, hat sich in den vergangenen 7 Jahren oder heute 8 Jahren dramatisch verändert. Anstatt mit kleineren Anpassungen den Konjunkturverlauf um das Trendwachstum zu stabilisieren, gilt jetzt die Sorge, eine säkulare Stagnation zu vermeiden. Und diese Sorge stammt nach Summers im Wesentlichen von den langfristigen Wirkungen kurzfristiger Entwicklungen und insbesondere der Unfähigkeit der Geldpolitik, mehr zu erreichen, wenn die Zinsen bereits nominal bei Null stehen. Summers argumentiert auf der Basis von 3 Thesen. Erstens, für die Vereinigten Staaten und andere Industrieländer erscheint es zunehmend schwierig, gleichzeitig angemessenes Wirtschaftswachstum, volle Kapazitätsauslastung und Finanzstabilität zu erreichen. Eines dieser 3 Ziele muss leiden. Alle 3, so sagt Summers, kann man nicht erreichen. Zweitens, dies ist wahrscheinlich verbunden mit dem substanziellen Rückgang des Gleichgewichts oder natürlichen Zinses. Und drittens, diese Herausforderung zu adressieren, erfordert neue
und verschiedene Ansätze. Daraus folgt, dass negative Realzinsen erforderlich sind, um Ersparnisse und Investitionen bei Vollbeschäftigung in Eingang zu bringen. Aber säkulare Stagnation macht es schwieriger, Vollbeschäftigung bei niedriger Inflationsrate und der erreichten Nullgrenze bei den Nominalzinsen zu erreichen. Konkret ist Sommers Ausgangspunkt die relativ schwache wirtschaftliche Performance der amerikanischen Volkswirtschaft in den vergangenen Jahren nach dem Fall von Lehman Brothers im Jahr 2008 und der nachfolgenden Rezession und die seitdem erfolgten wiederholten und fortgesetzten Revisionen des Produktionspotenzials. Sie sehen hier auf der linken Seite von 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 eine fortgesetzte Revision der Projektion des Produktionspotenzials, wie es vom Congressional Budget Office in den Vereinigten Staaten eingeschätzt wird. Und darunter sehen Sie die rote Linie, das ist der tatsächliche Verlauf des Potenzialwachstums. Auf der rechten Seite sehen Sie das Schaubild für das Eurogebiet, das ist von dem IMF Economic Outlook genommen. Auch hier sehen Sie eine deutliche Korrektur bei dem Potenzialwachstum und hier unten die rote Linie. Das ist das, wo wir uns aktuell befunden haben. Das ist die Projektion gewesen, die Erwartung, die Trendlinie gewesen 2007, 2008 und das ist die derzeitige Trendlinie. Also ein deutliches Delta hat sich hier aufgetan. Ich komme darauf nachher noch einmal im Detail zurück. Also das ist der Ausgangspunkt von Sommers, diese fortgesetzte Korrektur des Potenzialwachstums. Und daraus folgend, und das ist für ihn ein ganz besonders wichtiger Punkt, Sommers führt insbesondere die Beschäftigungsquote an in den Vereinigten Staaten, die auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau verharrt und damit gegenüber, so Sommers, ihrem Potenzialpfad immer weiter zurückfalle. Und dies sei umso erstaunlicher, als man eigentlich mit einer fortschreitenden Normalisierung auf den Finanzmärkten, die ja schon 2009, 2010 eingesetzt hat, zumindest in den Vereinigten Staaten, eine zügigere gesamtwirtschaftliche Erholung hätte erwarten können. Und deshalb hätten Verwerfungen an den Finanzmärkten infolge des Kollapses von Lehman Brothers wohl nicht das einzige makroökonomische Problem dargestellt, sondern es müsse dann noch andere Phänomene geben, andere Probleme, die man bis dahin nicht betrachtet hat. Allerdings seien die amerikanischen Erfahrungen der letzten Jahre nicht ohne Präzedenzfall und hier bezieht er sich insbesondere auf die Entwicklung Japans in den zurückliegenden 20 Jahren. Als weiteres Puzzle komme hinzu, dass in den Jahren vor der Finanzkrise keine überschüssige gesamtwirtschaftliche Nachfrage gegeben habe, obwohl Kritiker der damaligen makroökonomischen Politik die Fiskalpolitik als exzessiv expansiv und auch die Geldpolitik als exzessiv locker eingestuft hätten und sich eine Blase im Finanzsektor gebildet habe. So sei, so Sommers, etwa die Arbeitslosigkeit nicht ungewöhnlich niedrig gewesen und auch die Verbraucherpreisinflation sei damals unter Kontrolle gewesen. Als Erklärung für seine beiden Beobachtungen, einerseits das langsame wirtschaftliche Wachstum nach der Krise und auf der anderen Seite die fehlende Überschussnachfrage in der Zeit vor der Krise, führt Sommers den Rückgang des kurzfristigen Realzinses auf -2 oder -3% zur Mitte der vergangenen Dekade an, der mit Vollbeschäftigung vereinbar sei. Die vermeintlich laxe Geldpolitik der damaligen Zeit und die Blasenbildung im Finanzsektor, insbesondere im Immobilienbereich, hätten dann lediglich ausgereicht, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage an das Angebot anzupassen, habe aber keinen Überschuss generiert. Weil der gleichgewichtige, der natürliche Realzins auf Dauer negativ geworden sei, habe selbst die Geldpolitik der vergangenen Jahre nicht vermocht, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage schneller als die Kapazitäten wachsen zu lassen und so die negative Produktionslücke zumindest zu verkleinern. Daraus folgt aber, dass eine Normalisierung in der Geld- und Fiskalpolitik
Also weg von den nicht konventionellen Maßnahmen, weg von den Nullzinsen, weg von hohen Haushaltsdefiziten, dass eine solche Art der Normalisierung in der Absicht, künftige Finanz- und Wirtschaftskrisen zu vermeiden, kontraproduktiv sei. In dem Zieldreieck Wachstum, Vollauslastung der Kapazitäten und Finanzstabilität empfiehlt Sommers, zu Lasten der Finanzstabilität zu handeln, also Boom und Bust zuzulassen. Das haben wir eigentlich auch schon in den letzten 15 bis 20 Jahren so erlebt. Nun, meine Damen und Herren, wie ist diese These historisch und in der akademischen Diskussion zu sehen? Wie ist sie einzuordnen? Die insbesondere von dem Doyen des amerikanischen Keynesianismus Alvin Hansen gegen Ende der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts vertretene These der säkularen Stagnation basiert auf der keynesianischen Vorstellung eines Marktgleichgewichts bei Unterbeschäftigung. Aus dieser Sicht ist die entscheidende Frage, wie groß die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sein muss, um die stets in Richtung Unterauslastung weisende Produktionslücke zu schließen. Auch Faktoren, die für den Potenzialpfad maßgeblich sind, könnten demnach für die Investitionsnachfrage Einfluss auf das gesamtwirtschaftliche Nachfrageniveau und den längerfristigen Grad der Unterbeschäftigung nehmen. Und so besteht Hansen zufolge ein Zusammenhang zwischen einer Verlangsamung des Potenzialwachstums, wie wir das hier sehen, und einer zunehmenden Unterbeschäftigung. Letztlich würde die Wirtschaft in einen Zustand hoher Unterbeschäftigung bei stagnierendem Produktionspotenzial geraten. Und nicht zuletzt aufgrund einer Abschwächung des Bevölkerungswachstums würde die Expansion der Investitionsnachfrage nachlassen und sich damit der Auslastungsgrad der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten weiter verringern. Hintergrund dieser These, die Hansen 1937 vertreten hat, ist, dass die Weltwirtschaftskrise, die große Depression in den Vereinigten Staaten, in eine Zeit rückläufigen Bevölkerungswachstums fiel. Und tatsächlich scheint in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein negativer Zusammenhang zwischen der Erwerbslosenquote und der jährlichen Änderungsrate der Wohnbevölkerung zu bestehen. Und dabei dürfte das Abrutschen der amerikanischen Volkswirtschaft in eine erneute Rezession im Jahr 1937 den Eindruck verstärkt haben, dass sich bei der zu Beginn des Jahrzehnts stark erhöhten Unterbeschäftigung nicht nur um ein zyklisches, sondern um ein säkulares, also um ein länger andauerndes oder sogar dauerhaftes Phänomen handeln könnte. Für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts besteht offensichtlich kein Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und Erwerbslosenquote. Der Rückgang der Quoten in den letzten Jahren bei nur moderater Expansion der wirtschaftlichen Produktion könnte vielmehr darauf hindeuten, dass der demografische Wandel auch in den Vereinigten Staaten die aktuelle Erholung auf dem Arbeitsmarkt eher unterstützt, als dass er ein Hemmnis für die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist. Allerdings ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit auch gekennzeichnet durch ein Absinken der Partizipationsrate. Sommers hatte nun anknüpfend an diese These von 1937 von Alvin Hansen letztlich eine Volkswirtschaft vor Augen, deren Nachfrage dauerhaft zu gering ist, um die Kapazitäten auszulasten, und die dadurch auf einen flachen Expansionspfad gefangen ist. Das Provokative seiner These ist dabei nicht die Konstatierung eines langsamen Trendwachstums, also das, was wir hier sehen, sondern der Versuch, dies durch die Schwäche der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zu erklären. Viele von Ihnen wissen, dass die neukeynesianischen makroökonomischen Modelle wird die gesamtwirtschaftliche Produktion lediglich kurzfristig von der Nachfrage determiniert, langfristig aber von der Angebotsseite. Und hier dreht Sommers die Dinge herum und sieht dies anders. Ob er dafür sich qualifiziert für einen Nobelpreis, wird sich zeigen. Allerdings stellt dabei ein funktionierender Preis- und Lohnmechanismus sicher, dass die Volkswirtschaft in einem Vollbeschäftigungsgleichgewicht zurückfindet. Und in der kurzen Frist kann es durch Starrheiten der Löhne und Starrheiten der Preise Abweichungen
vom gleichgewichtigen Pfad geben. Hier nun setzt Sommers neue These der säkularen Stagnation mit entsprechenden Politikempfehlungen an. Wenn sich der Wachstumspfad aufgrund schwindender privater Investitionsmöglichkeiten abflacht, habe der Staat diesen Ausfall der privaten Nachfrage durch eigene Investitionstätigkeit dauerhaft und nicht nur vorübergehend zur Glättung entsprechend des Wachstumspfades, sondern dauerhaft zu kompensieren, um diese Stagnation zu überwinden. Analog versuchte Paul Krugman, ein anderer amerikanischer Ökonom, die langsame Expansion der gesamtwirtschaftlichen Produktion auf eine schwache Investitionsnachfrage zurückzuführen, die wiederum durch die geringe Zunahme der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter bedingt sei, was den natürlichen Zins weiter senke. Krugman stellt dabei klar, dass ihm und Sommers keineswegs eine säkulare Wachstumsverlangsamung vorschwebe, die angebotsseitig bedingt sei, sondern ganz klar nachfragebedingt. Allerdings drücken die von Krugman genannten Faktoren nicht nur mittelbar das Wachstum über die Investitionsnachfrage, sondern sie dämpfen, zumindest aus neoklassischer Sicht, auch unmittelbar das Potenzialwachstum. Zentral für Sommers und Krugman These, Krugman hat sich sehr darüber geärgert, dass die These, die er 2 Jahre vor Sommers bereits vertreten hat, dass Sommers dann in einer viel kraftvolleren Art und Weise diese These vorgetragen hat und dass ihm nun der Ruhm vorkommt, diese These vertreten zu haben. Er ärgert sich nicht über Sommers, Krugman ärgert sich über sich selbst, dass er 2011, 2012 dies nicht aktiver getan hat und nun mehr oder weniger der Ruhm in Anführungsstrichen Sommers gehört. Also ich nenne das aber die Sommers-Krugman-These. Beide haben dieselbe Denkrichtung und beide letztlich dieselbe Richtung in der Argumentation. Nun, wir sehen hier, dass die Realzinsen weltweit seit den 80er Jahren in der Tendenz gesunken sind. In erster Linie muss man sagen, etwa ab dem Jahr 2000. Vorher ging es auf und ab, aber die Realzinsen weltweit bewegten sich etwa um 4%. Und wir sehen dann ab dem Jahr 2000 einen deutlichen Rückgang. Zwischenzeitlich, das war unmittelbar vor der Finanzkrise 2007, 2008, einen Anstieg, aber dann einen deutlichen Rückgang in den negativen Bereich. Nun, ich komme noch einmal darauf zurück, was dahinter steht, hinter dem Rückgang der Realzinsen weltweit. In der Diskussion wird weitgehend vergessen, dass wir ab Ende der 90er Jahre grundsätzlich eine akkommodierende Geldpolitik hatten. Aber dieser Aspekt der relativ niedrigen Leitzinsen, der spielt in der akademischen Diskussion kaum eine Rolle. Nur die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat über Claudio Borio hat dies thematisiert, aber sonst wird dies nicht thematisiert. Ich komme darauf noch einmal zurück. Nun, was für die langfristigen Realzinsen gilt, über die Periode der sogenannten großen mit Moderation, also zweite Hälfte der 80er und insbesondere 90er Jahre, mehr aber noch für die kurzfristigen Zinsen. Und selbst eine lange Phase der Nullzinspolitik der Federal Reserve seit 2008, 2009 habe es nicht vermocht, Vollbeschäftigung zu erreichen. Konkret soll dies heißen, die Zentralbankpolitik ist nicht mehr wirksam. Man befindet sich in der Liquiditätsfalle und, so argumentiert Krugman, das könnte die neue Normalität sein. Dies führt Krugman dann weiter aus in einer Politikempfehlung, die Nullzinspolitik, und hier stimmt er mit Sommers natürlich völlig überein, die Nullzinspolitik fortzusetzen und die Öffentlichkeit von einem Regime-Shift zu überzeugen, dass die Zentralbank die unkonventionelle, ultralockere Geldpolitik auch nach Einsetzen der wirtschaftlichen Erholung fortsetzen wird, um höhere Nachfrage und Inflation zu generieren. Krugman, und da bleibt er sich treu über die Jahrzehnte, kann man sagen, formulierte das bereits im Jahr 1998 so, dass die Zentralbank glaubwürdig versprechen muss, unverantwortlich zu sein.
Central bank must credibly promise to be irresponsible. Es geht also um höhere Inflation und höhere Inflationserwartungen, um auf diesem Weg natürlich die Realzinsen zu senken und in den negativen Bereich zu treiben. Und die Inflationsrate muss gleichzeitig hoch genug sein, um einen Boom zu produzieren. Wortwörtlich Zitat von Krugman. Geldpolitik könne für nachhaltige Nachfrage sorgen, fiskalpolitische Stimulierung helfe, kurzfristige Nachfrageprobleme zu lösen, aber die Makropolitik insgesamt, sowohl die Fiskalpolitik als auch die Geldpolitik, müssen die Nachfrage stützen, wenn ein negativer realer natürlicher Zins nicht nur ein temporäres Phänomen ist. Beide, Summers und Krugman, verbinden die Verlangsamung des Potenzialwachstums und die dauerhafte Unterauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten, wie gezeigt, mit der Nullgrenze bei den Nominalzinsen miteinander. Der Realzins ist zu hoch und er muss deutlich negativ sein. Zur Erinnerung, der natürliche oder neutrale Zins ist derjenige Realzins, bei dem mittelfristig die Produktionslücke geschlossen wird. Er kann aufgrund von angebots- und nachfrageseitigen Schocks um jenen Realzins schwanken, der im Gleichgewichtszustand der Volkswirtschaft herrscht. Und dieser reale langfristige Gleichgewichtszins wiederum wird von den ökonomischen Fundamentalfaktoren und vom Sparverhalten bestimmt. Aber nun ist allgemein bekannt, meine Damen und Herren, dass weder der natürliche Zins noch der reale langfristige Gleichgewichtszins beobachtet werden können, noch gilt, und das gilt genauso für das Produktionspotenzial und die Produktionslücke. Entsprechende Schätzungen sind mit großer Unsicherheit verbunden. Und in Modellen, die Verschiebung des realen langfristigen Gleichgewichtszins darzustellen, ist sehr, sehr schwierig. Hier Kollegen von der Federal Reserve in San Francisco haben dies versucht zu tun. Summers bezieht sich darauf, wer Interesse hat, kann sich dieses Measuring of Natural Rate of Interest einmal genauer anschauen. Bei der Kontroverse unter den amerikanischen Ökonomen um diese Summers-Krugman-These geht es nicht so sehr um eine unterschiedliche Einschätzung des schwächeren Potenzialwachstums. Die Kontroverse rankt sich eher um die Analyse selbst und um die daraus zu folgenden Politikempfehlungen. Weitgehender Konsens besteht, und das beruht nun einmal auf Fakten und wie zu Beginn dargestellt, weitgehender Konsens besteht darüber, dass das Trendwachstum in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften sich über die Jahrzehnte abgeschwächt hat. Das ist nichts Neues. Die Gründe hierfür sowie für die niedrigeren Realzinsen und die daraus abzuleitenden Politikempfehlungen bleiben kontrovers, aber auch das ist etwas, was unter Ökonomen durchaus üblich ist. Barry Eichengreen von Berkeley nennt aus der Literatur verschiedene Tendenzen, die das Phänomen der säkularen Stagnation erklären können. Ein Anstieg der Sparquote infolge der Integration der Schwellenländer in die Weltwirtschaft, ein Rückgang der Investitionsquoten, einen Mangel an attraktiven Investitionsmöglichkeiten reflektierend, Abschwächung des Produktivitätszuwachsraten infolge verlangsamten technischen Fortschritts oder, um es anders zu sagen, alle großen Erfindungen sind bereits gemacht, es gibt keine neuen mehr, ein Rückgang der relativen Preise für Investitionsgüter und ein Rückgang der Wachstumsrate der Bevölkerung. Eichengreen entkräftet die meisten dieser Erklärungsversuche, zum Teil aus historischer Perspektive. Er entkräftet insbesondere die These der sogenannten globalen Ersparnisschwemme, also Global Savings Glut, die von Ben Bernanke, dem früheren Chef der Federal Reserve der Vereinigten Staaten, als Erklärung für den Rückgang der Realzinsen angeführt wurde. Zu erinnern sei noch, dass sein Vorgänger Alan Greenspan den Rückgang der langfristigen Zinsen als ein Konundrum, als ein Rätsel bezeichnet hat. Bernanke hatte die Erklärung, es ist die globale Ersparnisflut und zu wenig Investitionsmöglichkeiten
Ersparnisse, insbesondere in den Schwellenländern, die keinen ausgeprägten, keinen ausgebildeten Kapitalmarkt haben. Also eine hohe Sparquoten, die letztendlich zu einem globalen Rückgang der Zinsen geführt haben. Tatsächlich unterstützen die Daten die Bernanke'sche These nicht, dass zeitgleich ab dem Jahr 2000 der Rückgang der globalen Realzinsen mit einem Anstieg der globalen Ersparnisse verbunden war. Wie wir gesehen haben, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Nein, das geht nicht. Wie wir gesehen haben, ab 2000 gehen die Realzinsen deutlich zurück, aber im Jahr 2000 bis 2002 haben wir keinen deutlichen Anstieg der Sparquote, sondern wir haben einen Rückgang im Verhältnis zur Weltwirtschaftsleistung um 1,8% in der Zeit zwischen 2000 und 2002. Und in der Folgezeit, in den Jahren danach, blieb die globale Ersparnisquote relativ stabil zwischen 23% und 24%. Dies haben neben Eichengreen auch Obstfeld und Rogoff dargestellt. Zwar gibt es insgesamt historisch gesehen seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts, also seit Beginn des 20. Jahrhunderts, einen aufwärtsgerichteten Trend zur Ersparnisbildung, aber es gibt keinen Beweis für eine Ersparnisschwemme, entweder ab 1980 oder ab dem Jahr 2000. Eichengreen entkräftet auch die These langsameren technischen Fortschritts in der Zukunft. Aber er tut dies nicht modellhaft, sondern er trifft einfach die Aussage, dass Pessimisten seit Jahrhunderten einen geringeren Erfindungsreichtum und weniger Innovationen vorhergesagt hatten und hätten immer falsch gelegen. Also, wir sind nicht am Ende von Innovation und Erfindung. Aber es ist gerade Robert Gordon, ein anderer amerikanischer Ökonom, der davon ausgeht, ich habe ihn indirekt schon zitiert, dass alle großen Erfindungen und alle Innovationen hinter uns liegen und dass dies zu geringeren Produktivitätszuwachsraten führen würde. Dies ist jedoch nicht die wichtigste Erklärung von seiner Seite für die Wachstumsschwäche. Aktuell schätzt er zwar den kumulativen Wachstumseffekt der Computer-Internet-Revolution moderater ein als frühere technische Innovationen oder frühere technische Revolutionen wie Dampf und Elektrizität, aber er nimmt eine Rate des technischen Wandels ähnlich der vergangenen 4 Jahrzehnte an und sieht die Gründe eines sehr verhaltenen wirtschaftlichen Wachstums in den Vereinigten Staaten in den nächsten 25 bis 40 Jahren in, wie er es nennt, 4 Headwinds, 4 Elementen, Gegenwind bestehend aus 4 Elementen, Demografie, Bildung und Ausbildung, Einkommensungleichheit und öffentliche Verschuldung. Und diese Barrieren werden nach Schätzungen von Robert Gordon das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 2% pro Jahr in der Phase vor 2007 auf 0,9% pro Jahr von 2007 bis 2032 verringern. Er stellt fest, dass die Beschäftigungsquote, und das ist auch ein Element, das Summers angeführt hat, Beschäftigungsquote seit 2007 um jährlich 0,7% zurückgegangen ist in den Vereinigten Staaten. Dass zweitens der Mangel an Bildung und Ausbildung die produktiven Kapazitäten der Arbeitskräfte mindert oder anders gesagt, die beruflichen Qualifikationen verbessern sich weniger stark als in der Vergangenheit. Das heißt, dass dann auch bei fortgesetztem technischen Fortschritt möglicherweise diese Innovationen gar nicht angenommen oder angewendet werden können, weil die notwendige Qualifikation der Arbeitskräfte dazu fehlt. Der dritte Punkt sind dass die Einkommenssteigerungen in erster Linie die oberen Einkommenskategorien betreffen. Die und Bezieher hoher Einkommen, wissen wir, haben eine geringere oder relativ geringere Konsumneigung. Stattdessen wird Lohndruck ausgeübt auf die mittleren und niedrigeren Einkommen, zum Teil durch Umwandlung von Vollzeit- in Teilzeitjobs, also Einkommensbereiche, in denen man eher eine stärkere Konsumneigung zeigt, und dass von dieser Seite aufgrund der sich verschärfenden Einkommensunterschiede in den Vereinigten Staaten nicht notwendigerweise eine weitere Stimulierung des privaten Verbrauchs erwartet werden kann. Und dann
Unterschätzung des Problems der öffentlichen Verschuldung. Ich komme darauf später noch einmal zurück. Im Übrigen hat Robert Gordon die Zahl seiner Hemmnisse im Laufe der Zeit reduziert. Ich habe 4 genannt. 2 Jahre zuvor waren es noch 2 mehr. Er hatte damals noch Energie und Umwelt hinzugefügt. Aber mittlerweile wissen wir, dass die Vereinigten Staaten auf dem Weg in die Energieautarkie sich befinden. Zusammengefasst sieht Robert Gordon Summers Sorge über eine säkulare Stagnation mit der Unfähigkeit der Politik, die Lücke zwischen tatsächlichem und potenziellem wirtschaftlichen realen Wachstum zu schließen, als fast überholt an, weil aus seiner Sicht die Lücke schrumpft und fast geschlossen ist. Ein anderer amerikanischer Ökonom, John Taylor von der Stanford University, moniert, dass bereits Summers Diagnose fehlender Anzeichen für eine positive Produktionslücke in der Vorkrisenzeit falsch sei. Tatsächlich war die amerikanische Arbeitslosenquote in der Phase vor der Krise, vor 2007, 2008, mit durchschnittlich 4,6% ungewöhnlich niedrig und gleichzeitig war der Beschäftigungsstand oder besser gesagt die Partizipationsrate sehr, sehr hoch. Und zudem zog die Inflation im Verlauf der Jahre 2003 bis 2005 spürbar an, als der reale Kurzfristzins negativ war. Sie sehen dies hier, ich will nicht im Detail darauf eingehen, aber die Argumentation, dass die Inflationsrate unter Kontrolle gewesen sei vor 2007, zeigt sich an diesem Schaubild nicht. Ich hoffe, Sie sehen hier oben die schwarze Linie, das ist die Teuerungsrate für alle Produkte, für alle Güter und Dienstleistungen. Und wir hatten 2008, aber vorher auch schon 2005 und 2006 eine Inflationsrate, die deutlich über 4% lag. 2006 bei 3,9%. Und später dann durch den Anstieg der Energiepreise ist die Inflationsrate teilweise auf 6% gestiegen. Also man kann nicht sagen, dass die Inflation unter Kontrolle gewesen sei, so wie Summers argumentiert. Wenn man nun Energie und Nahrungsmittel herausrechnet, bleibt immer noch eine Inflationsrate, die Sie hier sehen, das ist die blaue Linie hier oben. Hier zeigt sich eigentlich ein relativ stabiles Bild, aber eine Inflationsrate, die doch auch in der Phase unmittelbar vor der Krise bei etwa 3% gelegen hat. Also, man kann durchaus sagen, dass Summers Analyse für die Jahre vor der letzten Rezession fehlerhaft ist und auch Summers Interpretation der Wachstumsperformance der Vereinigten Staaten in den letzten Jahren seit Ende der Krise in den Vereinigten Staaten ist inadäquat. Es ist zwar richtig, dass die Beschäftigungsquote, die Zahl der Erwerbstätigen im Verhältnis zur Bevölkerung im erwerbstätigen Alter gesunken ist und unter der Quote von vor der Krise liegt. Gleichzeitig sind in den Vereinigten Staaten aber mehrere Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen worden, während die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter stärker gewachsen ist. Zum Teil ist aber die gesunkene Beschäftigungsquote auch ein Reflex auf die Krise selbst. Es haben sich mehr und mehr Arbeitskräfte aus dem Arbeitsmarkt zurückgezogen. Wie steht es nun um Japan, das Summers als Präzedenzfall einer säkularen Stagnation herausstellt? Zweifelsohne war die gesamtwirtschaftliche Produktion der japanischen Volkswirtschaft in den vergangenen beiden Jahrzehnten enttäuschend. Sie lag zwischen 2002 und 2012 bei weniger als 1%. Sie sehen hier Japan, das ist die rote Linie, also diese Linie hier, eine leichte Aufwärtsbewegung, aber immerhin noch ein deutlicheres Wachstum, reales Wachstum, als zum Beispiel für Deutschland, Frankreich oder Italien. In Italien haben wir den deutlichen Knick nach unten. Im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2013 hatte man in Japan ein wirtschaftliches Wachstum von lediglich knapp 1%. Und diese Performance schien es angemessen erscheinen von den verlorenen Dekaden, den beiden verlorenen Dekaden zu sprechen. Wie sieht es aus, meine Damen und Herren, wenn man
dieses Bild nun auf pro Kopf der Bevölkerung zeichnet, im Alter von 15 bis 64 Jahren. Da zeigt sich ein ganz anderes Bild, nämlich, dass hier Japan wieder um die rote Linie nur noch von den Vereinigten Staaten lange Zeit übertroffen wird, aber dass wir in diesem Bereich im Alter von 15 bis 64 Jahren der Erwerbstätigen ein deutlich stärkeres Wachstum haben in Japan als in den anderen G7-Ländern. Und dahinter steht die Alterung der japanischen Gesellschaft bzw. die Verschiebung der Altersstruktur. Und wie gezeigt, bezieht man das Pro-Kopf-BIP in Japan auf die Bevölkerung in dieser Alterskategorie, so nimmt Japan bei der durchschnittlichen Wachstumsrate von 1,75% im Zeitraum von 2003 bis 2013 durchaus eine Spitzenposition ein. Und auf dieser Basis kann man nicht unbedingt von einer säkularen Stagnation sprechen. Es geht hier darum, dass die Alterung der Bevölkerung hier eine entscheidende Rolle spielt. Aber eine wichtige Frage dabei ist, meine Damen und Herren, Ökonomen sind gewohnt, die Expansion des realen Bruttoinlandsproduktes als Maß für die Leistung einer Volkswirtschaft heranzuziehen. Schwankungen in der Wachstumsrate der gesamtwirtschaftlichen Produktion werden regelmäßig als konjunkturelle, nachfrageseitige Entwicklungen gedeutet. Aber in einer Phase raschen demografischen Wandels und damit eines sich in der Tendenz ändernden Potenzialwachstums ist allerdings bei derartigen Interpretationen Vorsicht geboten. Und Japan stellt ein Beispiel für besonders rapide demografische Verschiebungen dar. Aber auch in Europa und in den Vereinigten Staaten sind in den letzten Jahren oder mit dem Beginn des Eintritts in das Rentenalter der sogenannten Babyboomers tiefgreifende Veränderungen zu beobachten. Die These von Larry Summers über die säkulare Stagnation vor der Finanzkrise beruhend auf unzureichender Gesamtnachfrage ist insgesamt vor diesem Hintergrund, und das haben auch amerikanische Ökonomen selbst dargestellt, nicht haltbar. Aber Summers bezieht, wie vorhin schon gesagt, die Gefahr einer säkularen Stagnation auf die Phase nach der Krise und natürlich für die Jahre, die auf uns zukommen. Und er konstatiert ja, wie ich zu Beginn zitiert habe, eine dramatische Veränderung der Makroökonomie in den vergangenen 7, inzwischen 8 Jahren. Kann aus dieser Periode seit 2008 nun eine solche Folgerung gezogen werden? Oder wie ist die schwache wirtschaftliche Erholung seit der Finanzkrise zu erklären? Wobei man durchaus zwischen den verschiedenen westlichen Volkswirtschaften unterscheiden muss. Schwache, sehr schwache Entwicklung in Europa, Kontinentaleuropa, stärkeres wirtschaftliches Wachstum in England und auch stärkeres wirtschaftliches Wachstum in den Vereinigten Staaten. Die Kontroverse über die schwache wirtschaftliche Erholung nach der Finanzkrise in fast allen fortgeschrittenen Volkswirtschaften ist durchaus beträchtlich. Insbesondere in den Vereinigten Staaten wird nach wie vor, obwohl man relativ hohe Wachstumsraten in den letzten Jahren hatte und am aktuellen Rand es eine Abschwächung gibt, wertet man diese Entwicklung seit der Finanzkrise insgesamt als enttäuschend. Und man will zurück auf den alten Wachstumspfad von vor der Krise. Bei der Bewertung aller diskutierten Faktoren, die zu einer säkularen Stagnation beitragen können, ist dennoch die Frage relevant, ob die seit mehreren Jahrzehnten feststellbaren rückläufigen Wachstumsraten des BIP jetzt durch die noch nicht bewältigten Folgen der Finanzkrise verstärkt werden. Sind dabei die heutigen wirtschaftlichen Probleme weniger die Folge unzureichender Gesamtnachfrage als einer verzerrten Angebotsseite? Hat die große Rezession nicht das angebotsseitige Potenzial der Volkswirtschaften strukturell geschädigt? Als wesentliche Erklärung für die schwache wirtschaftliche Entwicklung oder schwache wirtschaftliche Erholung der westlichen Volkswirtschaften nach 2008, 2009 nennen die Ökonomen Low und Rogoff von der Harvard University die Folgen einer schweren Finanz- und Bankenkrise am Ende eines Verschuldungs- oder Leverage-Zyklus.
Schularik und Alan Taylor zeigen in einer historischen Studie auf, dass das vergangene halbe Jahrhundert eine Periode beispielloser finanzieller Verwundbarkeit und potenziell destabilisierender Verschuldungszyklen war. Wenn man das berücksichtigt, wird man von einem Ende der Krise erst sprechen können, wenn ein signifikantes Deleveraging stattgefunden hat. So die Schlussfolgerung von Lou und Rogoff. In der Tat, meine Damen und Herren, sind wir durch eine systemische Krise gegangen, die in Europa zu einer Schuldenkrise mutierte. Und schwere Finanz- und Bankenkrisen gehen in der Regel mit tieferen und längeren Rezessionen einher, als von denen sich die Wirtschaft im Vergleich zu einer normalen, rein konjunkturbedingten Rezession viel langsamer erholt. Und zu solchen Krisen kommt es tendenziell nach längeren Finanzbooms. Und dann haben wir es mit einer sogenannten Bilanzrezession zu tun. Im Gegensatz zu einer konjunkturellen Rezession. Eine Bilanzrezession, in der die Notwendigkeit besteht, die Bilanzen anzupassen, die Bilanzen zu säubern, und dies führt zu weitreichenden und längerfristig wirkenden Problemen. Empirische Arbeiten bestätigen, dass die wirtschaftliche Erholung nach einer Finanzkrise langwierig ist. Es dauert im Durchschnitt rund 4,5 Jahre, bis das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf den Stand von vor der Krise wieder erreicht. Der Durchschnitt steigt auf 10 Jahre, wenn man die Weltwirtschaftskrise 1929 folgende mit berücksichtigt. Bei einer normalen Rezession dauert es dagegen etwa 1,5 Jahre. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich kommentierte dazu: Finanzbooms führen zum Aufbau intertemporaler und sektoraler Ungleichgewichte. Private Haushalte, Unternehmen und Regierungen verschulden sich aufgrund einer optimistischen Einschätzung hinsichtlich ihrer künftigen Einnahmen, hinsichtlich der Vermögenspreise und des problemlosen Zugangs zu Krediten. Banken überschätzen die Solidität ihrer Bilanzen, sie überschätzen auch die Solvenz der Kreditnehmer. Also nach Bilanzrezessionen erholt sich die Wirtschaft nicht nur langsamer als nach konjunkturbedingten Rezessionen, sie gehen auch mit bedeutenden Produktionseinbußen einher, die dauerhaft sein können. Das heißt, die Produktion steigt selten wieder auf das Vorkrisenniveau. Am konkreten Beispiel habe ich das in dem ersten Schaubild gezeigt. Die Auseinanderentwicklung, die ständige Korrektur nach unten, die Korrektur des Produktionspotenzials und die immer noch deutliche Abweichung vom aktuellen Verlauf. Das gilt für die Vereinigten Staaten, das gilt für Europa. Schematisch hat dies die Bank für internationalen Zahlungsausgleich so dargestellt. Auf der linken Seite sehen Sie das Beispiel 1, also A ist der Höchststand vor der Krise, B der Tiefstand nach der Krise, der Punkt C. Im Punkt C entspricht das Wachstum nach der Krise etwa dem Wachstum von vor der Krise, also das Vorkrisenniveau ist wieder erreicht, was den Trend angeht, die rote Linie also angeht. Auf der rechten Seite sehen Sie eine nach unten Verschiebung des Potenzialwachstums, des Trendwachstums, eine deutliche nach unten Verschiebung. Zwar kann man dieselben Wachstumsraten wie in der Vergangenheit haben, aber das Niveau ist auf Dauer abgesenkt. Das ist der entscheidende Unterschied hier. Und wir befinden uns offenbar im Beispiel 2, um das hier schematisch darzustellen. Und eine Abwärtsverschiebung des Niveaus des Produktionspotenzials durch Finanzkrisen kann sich aus verschiedenen Faktoren oder einer Kombination, meistens eine Kombination von Faktoren ergeben. Einmal natürlich den Abbau von Überkapazitäten. Überkapazitäten, die in der Boomphase aufgebaut worden sind. Und dies kann zum Verlust oder einer Abzinsung vergangener Investitionen führen, was eine Verringerung des Kapitalstocks nach sich zieht. Zweitens ein starker Personalabbau. Wir haben überall einen deutlichen Anstieg, mit Ausnahme Deutschland, einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit gesehen, nach wie vor verharrend auf einem sehr hohen Niveau. Und dies kann, je länger man arbeitslos ist, den Verlust beruflicher Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Folge haben
und die strukturelle Arbeitslosigkeit erhöhen. Und ein dritter möglicher Faktor sind Verwerfungen im Finanzsektor, am Kapitalmarkt durch Finanzierungsbeschränkungen, wenn der Bankensektor nicht wieder gesundet oder rechtzeitig gesundet ist. All dies führt zu volkswirtschaftlichen Effizienzeinbußen, die Sie hier sehen können. Allerdings, meine Damen und Herren, sind die Erfahrungen aus früheren Finanzkrisen breit gefächert. Und Studien zeigen, dass bei einer Bilanzrezession die anfänglichen Produktionsverluste von durchschnittlich 6-14% reichen. Und diese anfänglichen Verluste werden im Zuge einer wirtschaftlichen Erholung nur teilweise ausgeglichen. Die geschätzten permanenten Einbußen, also hier das Delta, was Sie zwischen der roten Linie und der gestrichelten roten Linie sehen, der permanenten Einbußen liegen zwischen 7% und 10%. Bei einer normalen Rezession geht die Produktion in fortgeschrittenen Volkswirtschaften um 2% zurück, um dann aber wieder auf den alten Wachstumspfad einzuschwenken. Es ist schwieriger als die Darstellung der Niveauveränderung, es ist schwieriger, die Auswirkungen einer Finanzkrise auf die längerfristige Wachstumsrate des Produktionspotenzials darzustellen. Aber es gibt nur wenige Indizien dafür, dass eine Finanzkrise unmittelbar zu einem dauerhaften Rückgang des Trendwachstums führt. Und hier kommen natürlich auch politische Entscheidungen ins Spiel, das Trendwachstum oder das Wachstum an sich zu fördern. Es gibt jedoch indirekte Effekte, die nicht zu vernachlässigen sind. Indirekte Effekte, die auf die Wachstumsrate des Produktionspotenzials oder auf das Wachstum des BIP generell abheben. Und insbesondere die negativen Auswirkungen der stark gestiegenen Staatsverschuldung, die das langfristige durchschnittliche Wachstum des Bruttoinlandsproduktes dämpfen können. Dabei muss man nicht auf die oft zitierte, aber auch manchmal kritisierte Studien von Reinhard Rogoff beziehen, auch andere Studien von Cecchetti, von Alesina und Ardania sowie Studien auch der Europäischen Zentralbank kommen zu ähnlichen Resultaten. Ein sehr hoher Schuldenstand führt zu negativen Folgen für Wachstum und Beschäftigung. Auf der anderen Seite führt die Haushaltskonsolidierung bei einem sehr hohen Schuldenstand zu positiven Wachstumseffekten. Ich glaube, beide Aspekte muss man hier sehen. Nach Loh und Rogoff ist der Anstieg privater und öffentlicher Verschuldung nach wie vor das wesentliche Hemmnis für eine schwungvollere wirtschaftliche Erholung. Der Schuldenüberhang ist nach wie vor beträchtlich. Und Sie sehen, dass hier beginnend im Grunde genommen mit dem Jahr 2000, und hier ist dargestellt die Verschuldung privat und öffentlich, dass seit dem Jahr 2000 wir einen rasanten Anstieg der Verschuldung gesehen haben und nach der Krise 2008 nur einen moderaten Rückgang, also ein moderates Deleveraging hat nach der Krise stattgefunden. Und das auch sehr unterschiedlich. Bitte. Na, gucken Sie, was ist denn geschehen in der Zwischenzeit? Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Wir haben einen Kollaps des Immobilienmarktes in den Vereinigten Staaten, in Irland, in Spanien, all diese Dinge. Es ist Vermögen vernichtet. Wenn Sie jetzt die Schulden auf Null reduzieren, dann ist Ihr Eigen auf Null. Darum geht es ja nicht. Wirtschaftlich ist es die Gleichung. Wenn Sie praktisch eine Forderung haben, haben Sie auf der ganz anderen Seite eine Verbindlichkeit. Gut, was ist die Werthaltigkeit? Was ist die Werthaltigkeit? Die Frage ist, wer jetzt die Schulden hat. Ich würde vorschlagen, Herr Staat, das ist ja keine Frage. Das ist ein Diskussionsbeitrag. Okay, gut. Also, jedenfalls die Feststellung, die hier getroffen wird. Und überlegen Sie, was steht an Werten hinter diesem Anstieg seit 2000? Was steht dahinter? Ja. Ihr Kopf, die Köpfe der Leute. Die Köpfe der Leute. Nein, die privaten Haushalte, ja, die Steuerzahler am Ende. Ja. Und wir wissen ja, was die Finanzkrise
gekostet hat. Ich habe das jetzt hier, das sind 7 bis 10% des Bruttoinlandsproduktes, die einfach mal verschwunden sind. Aber das spielt alles keine Rolle. Sie haben keinen Anstieg auf Dauer, es geht rauf und runter, das ist ja ganz normal. Gut, aber hier schauen wir uns mal an. Öffentliche und private Schulden. Ab wo ist die Grenze, wo man sagen muss, privater Schuldner wird insolvent oder der öffentliche Schuldner wird insolvent? Geht nicht, nein, gibt es nicht. Okay, in Ihrem Beispiel gibt es das nicht. Nur hier sehen wir ganz, ganz klar, was ist jetzt... Entschuldigung, lassen Sie mich mal wieder ausreden. Die Bestätigung von der These von Rogoff zeigt sich auch hier in der Studie, in einem Update einer Studie von McKinsey Global Institute, dass wir es nach wie vor mit einem Schuldenüberhang zu tun haben, dass aber auf der anderen Seite das Deleveraging, das sehen Sie in dem unteren, in dem grünen Bereich, praktisch nicht stattgefunden hat. Deleveraging hat stattgefunden in den Vereinigten Staaten. Dort ist auch das Bankensystem, das Finanzsystem relativ rasch saniert worden. Stichwort Rekapitalisierung, zwangsweise Rekapitalisierung. Dieses haben wir nicht in Europa gesehen, sondern hier sind die Probleme verzögert worden. Und das ist etwas, worunter wir heute noch zu leiden haben. Darauf komme ich gleich zurück. Der Schuldenüberhang im Unternehmensbereich, insbesondere in Europa, hat zu einem weiteren Anstieg problematischer oder fauler Kredite geführt. Das ist ein Phänomen für einige europäische Volkswirtschaften. Und das sehen Sie hier, das ist der Anteil zweifelhafter oder fauler Kredite an dem gesamten Kreditvolumen. Das ist hier noch eine vorsichtige Darstellung. Der Internationale Währungsfonds kommt zu anderen Daten, weil er eine andere Abgrenzung von Non-Performing Loans hat. Aber hier sehen Sie den permanenten Anstieg von Non-Performing Loans, zum Beispiel in Italien die obere Linie von knapp 8% auf über 14% im Jahr 2014. Man mag argumentieren, das spielt überhaupt keine Rolle, aber es spielt sehr wohl eine Rolle, weil dieser hohe Anteil an Non-Performing Loans, an faulen Krediten, die Ertragskraft der Banken begrenzt und auch die Möglichkeit der Kreditvergabe begrenzt. Und so sind viele Länder gefangen in dem Teufelskreis von Schuldenüberhang und Deleveraging. Der Schuldenüberhang impliziert schwächeres wirtschaftliches Wachstum, was das Deleveraging schwieriger macht und sich rückkoppelt in fortgesetzter, schwacher wirtschaftlicher Aktivität. Und einige europäische Länder sind Beispiel für dieses Dilemma, welches die noch schwächere wirtschaftliche Erholung gegenüber den Vereinigten Staaten oder dem Vereinigten Königreich kennzeichnet. Die Gründe des schwächeren Wachstums in Kontinentaleuropa sehe ich nicht in einer unterschiedlichen Makropolitik. Die Geldpolitik der EZB war von Anfang an, 2008 folgende, ähnlich expansiv wie die der Federal Reserve oder der Bank of England, auch ohne Quantitative Easing, sondern diese Geldpolitik war ausgerichtet auf die Bedingungen im Euroraum und es ging darum, möglichst viel Liquidität in den Markt zu bringen. Im Ergebnis, den Zinssatz Richtung 0% zu bringen, das Ergebnis war ähnlich wie in den Vereinigten Staaten. Und auch die Frage, ob die Europäer weniger aktiv waren bei der fiskalpolitischen Stimulierung, auch dazu muss man sagen, es gibt nicht die Austerität im Eurogebiet. Austerität in einzelnen Ländern, ja, aber keine Austerität im Eurogebiet insgesamt. Und deshalb ist dieser Vorwurf oder der Erklärungsversuch, man war weniger aktiv in Europa, ist nicht schlüssig. Die schwache wirtschaftliche Erholung ist eher bedingt durch eine schwächere Startposition, die wir in Europa hatten. Das Trendwachstum war vor der Krise in Europa, zum Beispiel in Deutschland, nur bei 1%. Das muss man sich vor Augen halten und das Potenzialwachstum ist weiter zurückgegangen. Und die entscheidenden Punkte aus meiner Sicht, warum wir diese Probleme nach wie vor in Europa haben und die nicht angegangen worden sind in der notwendigen Energie, in der notwendigen Durchsetzungskraft, ist die verzögerte Korrektur der Bankbilanzen und der Umgang mit den Non-Performing Loans. Insbesondere Italien, Spanien, aber Griechenland und auch Irland nach wie vor haben hier erhebliche Probleme. Oder der langsame und unzureichende Abbau des Schuldenüberhangs. Der geringe Fortschritt bei der Korrektur von Überkapazitäten.
und die verzögerten und wenig ambitionierten Strukturreformen. Und ich glaube, der letzte Punkt ist ein wesentlicher Faktor. Und diese Elemente zeigen gleichzeitig auch die Grenzen der Geldpolitik auf, unter den gegebenen Bedingungen in Europa. Bankbilanzen, Schuldenüberhang, die Zentralbank ist bereits bei Nullzinsen angekommen, die Marktzinsen und die Risikoprämien sind bereits sehr niedrig durch das Wirken der Zentralbank und bei weitgehend inflexiblen Wirtschaftsstrukturen in vielen Volkswirtschaften des Eurogebietes, dann droht die Geldpolitik ineffektiv zu werden. Und das gilt auch für das, was jetzt von der Europäischen Zentralbank umgesetzt wird, also das Quantitative Easing, der Kauf von Staatspapieren. Das wird nicht die Wirkung haben, die erwartet wird. Was folgt aus alledem? Ich bin jetzt schon bei der Politik. Wie sollte politisch gehandelt werden? Die Antwort auf eine durch fehlende gesamtwirtschaftliche Nachfrage beruhende säkulare Stagnation geben Sommers und Krugman sehr klar. Es ist Sache des Staates, hier einzugreifen. Der Staat muss die Stagnation durch eigene Investitionstätigkeit und durch eine weiterhin sehr expansive Geldpolitik und dauerhaft negative Realzinsen überwinden. Angemessenes Wirtschaftswachstum und volle Kapazitätsauslastung, also Beschäftigung, stehen im Zentrum. Und es wird in Kauf genommen, dass dies zulasten der Finanzstabilität geht. Oder mit anderen Worten, das Entstehen neuer Übertreibungen, das Entstehen neuer Blasen an den Finanzmärkten. Das ist das Rezept für Boom und Bust und das ist nicht das Rezept für nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum. Raghu Rajan, mittlerweile Gouverneur der Zentralbank von Indien, zuvor Ökonom Wissenschaftler in Chicago, formulierte das kürzlich überspitzt Going Bust for Growth und Robert Schiller warnte vor diesem Hintergrund vor Spekulationsepidemien. Im Fiskalbereich, so Sommers und seine Kollegen, ist ebenfalls es notwendig, mehr zu tun. Die Defizite nicht unbedingt nach oben zu treiben, aber diejenigen, die Spielraum haben, die sollen die Defizite ausweiten und damit insgesamt Impulse für die Konjunktur und für die Nachfrage geben. Aber diese Möglichkeiten sind begrenzt, deshalb bleibt die Verantwortung, so wird das gesehen, bei der Geldpolitik, über ausgedehntes Nachfragemanagement zu liefern. In Kontinentaleuropa hat dies in den letzten Jahrzehnten keine besondere Rolle gespielt, anders als in den USA und dem Vereinigten Königreich. Dort wird der Zins als ein anderes oder normales Instrument für die Steuerung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage eingesetzt. Aber für mich bleibt die Frage, welches ist denn die Funktion des Zinses? Und da gehe ich auch zurück in die Einführung. Preferenz zur Koordinierung der Spar- und Investitionsentscheidungen, zur Formung des Kapitalstocks und der Produktionsstruktur, ein Preis, der sich in allen anderen Preisen niederschlägt. Und die Folgen einer zu langen oder wären massive gesamtwirtschaftliche Verwerfungen, realwirtschaftlich und im Finanzsektor. Das sind dann die sogenannten unbeabsichtigten Folgen, die jetzt bereits diskutiert werden, über die derzeitige Geldpolitik. Das alles würde sich verschärfen, wenn man die Geldpolitik so instrumentalisieren würde, dauerhaft die Gesamtnachfrage zu stimulieren, zu fördern. Also die marktverzerrenden Effekte, es führt zu Fehlallokationen von Ressourcen, die nicht adäquate Bepreisung von Renditen, man sieht es ja heute bereits, seit längerer Zeit, die erneute Jagd nach Rendite, das neue Risiko von Marktübertreibungen und Krisen, das Risiko für die traditionelle Altersvorsorge, das verzögerte Deleveraging und Strukturanpassung heißt konkret, dass die notwendigen Bilanzkorrekturen im Banken- und Unternehmensbereich nicht vorgenommen werden,
Und das letztendlich zum Beispiel im Bankenbereich, und wir sehen das auch heute wiederum, Zombie-Banken mit einer erheblichen gesamtwirtschaftlichen Belastung weitergeführt werden. Oder das Evergreening von Unternehmenskrediten zu günstigen Zinsen führt zum Entstehen von Zombie-Banken, Zombie-Unternehmen. Das heißt, das wirtschaftliche Wachstum wird infolge geringeren Produktivitätszuwachses ebenfalls gehemmt. Es ist aber zu fragen, ist es sinnvoll und kann es gelingen, wieder auf den Wachstumspfad vor der Krise zu kommen? Die Politiker haben das nicht aufgegeben, bei weitem noch nicht. Aber da muss man doch sehen, dass die Wachstumsraten vor 2008 in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften fundamental verzerrt und in erster Linie schuldengetrieben und daher, wie wir erfahren haben, nicht nachhaltig war. Es waren mehr oder weniger künstliche Wachstumsraten. Es war ein Boom, gefördert durch eine laxe Geldpolitik und steigende private und öffentliche Verschuldung. Und der Status quo ante sollte also nicht unbedingt die Benchmark für künftige Wachstumsraten sein. Vielmehr sollte ein möglichst boom- und bustfreies Wachstum, also ein nachhaltiges Wachstum, generiert werden. Meine Damen und Herren, ein Recycling bekannter oder auch das Vortragen provokativer Thesen kann sicherlich hilfreich sein. Wir wollen ja auch innovativ sein, aber die Innovationen treffen auch auf Realitäten und auf Erfahrungen. Ein solches Recycling alter Thesen oder das Formulieren neuer provokativer Thesen kann helfen, derzeitige und längerfristige gesellschaftliche Probleme in einer anderen Perspektive zu setzen und neue Instrumente zu entwickeln. Aber sie dürfen nicht auf einer fehlerhaften oder auf einer unzureichenden Analyse beruhen. Zweitens, unbestreitbar sind säkulare Tendenzen feststellbar. Das gilt für die alternde Bevölkerung, das gilt für Europa, das gilt für die Vereinigten Staaten, für Japan sowieso, aber auch für die Schwellenländer in zunehmendem Maße. Und es gilt wahrscheinlich auch für den technischen Fortschritt, von dem wir wahrscheinlich schwächere Effekte in der Zukunft erwarten können. Aber das aus sich heraus begründet noch nicht die Gefahr einer säkularen Stagnation. Die Folgen der systemischen Finanzkrise und der Bilanzrezession vermengen sich mit diesen säkularen Tendenzen und sie senken dauerhaft das Produktionspotenzial. Bestünde die reale Gefahr einer säkularen Stagnation, müsste dieser Gefahr auf der Angebotsseite begegnet werden. Und mein Freund Larry Summers wird sich wahrscheinlich eine neue These ausdenken müssen oder zumindest wird er noch eine Weile warten dürfen, bis er den Nobelpreis bekommt. Er eifert zwei seiner Onkel nach, die Nobelpreisträger in Wirtschaftswissenschaften sind. Sie sehen hier Larry Summers auf der rechten Seite. Sie sehen auf der linken Seite auch jemanden, der Ihnen nicht ganz unbekannt sein dürfte. Dieses Bild ist 18 Jahre alt und mich sehen Sie als Dritten von rechts. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Ich sollte 60 Minuten sprechen. Ich glaube, ich habe 10 Minuten überzogen. Danke sehr.